Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal meine Texture Packs vor. Ich zeige die euch und zeige auch, mit welchem Texture Pack ich welchen Spielmodus spiele und auch in Zukunft auf meinem Kanal bringen werde. Da habt ihr auch schon einige davon gesehen, zum Beispiel Skywars oder QSG oder so. Genau, ich erkläre euch auch heute ein bisschen, wie ich die Texture Packs so finde, was ich gut dran finde, was ich nicht so gut dran finde. Und ich hoffe, vielleicht lädt sich der ein oder andere das Texture Pack dann auch runter. Ja, genau. Somit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, das erste Pack ist vom Basti GHG. Das ist das V8 Zickzack Pack. Ich finde das Pack eigentlich ziemlich nice, weil es ist halt schlicht. Die Blöcke haben jetzt nicht so arg viel Texturen. Und für Bad Wars oder so finde ich es halt ziemlich gut geeignet. Was ich nicht so gut dran finde an dem Pack, ist, dass die Items, also zum Beispiel der Magic Stick oder so, ein bisschen schlecht zu sehen sind. Und dass die Schwerter klein sind. Ich mag eher so ein bisschen größere Schwerter. Aber sonst finde ich das Fadenkreuz und so alles eigentlich ziemlich gut gelungen. Es ist halt ein ziemlich schlichtes Pack. Für Spielmodi wie Bad Wars oder so ist es halt ziemlich gut. Aber jetzt irgendwie Skywars oder so will ich nicht damit spielen. Weil manche Texturen sind dann halt doch schon ziemlich arg schlicht und jetzt halt nicht so schön gemacht. Aber wie gesagt, bei Bad Wars oder so juckt es eigentlich ja eh nicht. Und deswegen finde ich es ziemlich nice. Die Herzen in der Farbe Blau und die Rüstungsbalken, die finde ich eigentlich auch ziemlich gelungen. Man sieht's gut. Es ist jetzt nicht der ganz normale Standard und es ist auch halt, passt zum Pack mit dem schlichten, ja. So, das nächste Pack ist das V7 Pack, auch von Basti. Ich finde das Pack ziemlich nice, um PvP zu spielen, weil es hat einfach sehr schöne Texturen, wie ihr hier seht. Wassereimer, Lavaeimer, ist alles in einem schönen Stil gehalten. Auch die Herzen finde ich sehr gelungen, beziehungsweise die Rüstungsbalken, die sind auch sehr schön. Rüstung, alles sehr schön. Was ich an dem Pack nicht so nice finde, sind auch die kleinen Schwerter. Ich hätte sie gern ein bisschen größer, aber das ist halt auch Geschmackssache. Ich finde, das Pack ist an so ältere Packs ein bisschen angelehnt. Wenn man sich jetzt mal die Grasblöcke und die Erdblöcke anguckt, dann findet man da Gemeinsamkeiten mit den alten Thatcher Packs. Das finde ich aber gar nicht so schlecht, weil es einfach nochmal eine Runde verbessert, das Pack. Und ja, zum Kämpfen, wie gesagt, 1A, Spielmodi wie PvP, Survival Games oder so. Ziemlich nice. Ich hätte noch einen letzten kleinen Kritikpunkt an das Pack. Und zwar manche Texturen wie die Hasenpfote sind leider nicht bearbeitet worden. Das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil man sie so oft braucht. Aber für manche Spielmodis wäre es ganz geschickt. Deswegen fände ich es einfach noch besser, wenn alles in dem Texture Pack angepasst wäre. So, das nächste Pack ist das Violet Star Pack. Das ist auch ziemlich geil, wie ich finde, weil das Fadenkreuz ist ziemlich persönlich und individuell. Aber mir gefällt es persönlich, ich kann ziemlich gut damit spielen. Und die Rüstung und so finde ich alles sehr schön. Es erinnert an Default, aber ist so ein bisschen schöner gemacht, einfach so ein bisschen abgerundeter. Vielleicht wisst ihr so, was ich meine. Und das finde ich ist auch ganz gut auf die Schwerter und Bögen und Angeln und so übertragen. Ich finde auch die Texturen sehr schön. Sie sind irgendwie sehr weich, finde ich.
Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut an dem Pack. Deswegen ist auch einer meiner Favorite Packs zum PvP-Spielen, also das V7. Und dann hier dieses Pack spiele ich meistens QSG damit, wie ihr hier auch gerade seht. Und ja, geiles Pack. Als Kritikpunkt könnte ich vielleicht sagen, dass die Werkbank und die Kiste nicht bearbeitet sind, also die sind eher in dem normalen Stil. Ich hätte mir da vielleicht eine andere Farbe oder ein bisschen anderes Design gewünscht, aber das ist jetzt ein kleiner Mangel, also nichts Großes. Das Pack ist groß und ganzen sehr gelungen, finde ich. So Freunde, wir kommen jetzt auch schon zum letzten Pack für heute, zu dem Le-Zickzack-Pack. Das Pack kennt ihr bestimmt aus meinen Skywars-Videos, habe ich schon, glaube ich, ein oder zweimal benutzt. Ist ein richtig nices Pack, finde ich. Vor allem die Texturen gefallen mir dort, die Schwerter, und ich finde es für Skywars eigentlich perfekt geeignet. Weil fast jedes Item ist eigentlich bearbeitet in dem Pack. Vor allem gefällt mir auf jeden Fall Holz, weil ich finde, es sieht einfach nochmal echt deutlich besser aus wie bei Default. Und so Sachen wie Erze und so sind einfach echt gelungen. Auch hier bei dem Pack, finde ich, ist es nicht so ein kantiges Pack, sondern eher mit Rundungen. Das wurde auch überall durchgezogen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel die Pilze oder die Leitern aufzählen. Nicht so gelungen finde ich leider die Suppe und den Goldapfel. Da wurde sich, finde ich, nicht so viel Mühe gegeben. Ich glaube, nur die Farbe geändert und ein paar kleine Pixel hinzugefügt. Aber sehr gut gelungen finde ich auf jeden Fall die Rüstung, die Dia-Rüstung. Die sieht einfach richtig geil aus. Auch die Blöcke wie Steinblöcke oder diese Mauerblöcke finde ich ziemlich, ziemlich nice. Am allerbesten finde ich aber einfach das Schwert. Ich finde, das Schwert sieht so hammer aus bei dem Pack. Vor allem noch, wenn es verzaubert ist. Es ist groß, es hat schöne Texturen. Man sieht einfach, es wurde sich richtig, richtig viel Mühe gegeben bei dem Schwert. Und auf jeden Fall feiere ich das am allermeisten bei diesem Tetra-Pack hier. Abschließend zu sagen, für Skywars ist es ein richtig nices Pack. Ich werde es auch weiter für Skywars benutzen. Für die Kids-Serie auch auf jeden Fall. Also da könnt ihr gespannt sein, was da noch für Kids vorgestellt werden in nächster Zeit. So Freunde, das war's auch schon wieder vom Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne auch mal einen Kommentar, welches euer Lieblings-Tetra-Pack ist. Und wir sehen uns in 2 Tagen bei einem weiteren Video. Bis bald. Ciao, ciao.